This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen oder moin moin zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute fange ich an, das erste Kapitel in dem Buch Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear zu lesen, das ja im Ende des 19. Jahrhunderts erschienen ist, in den 1880er Jahren, wo wir bereits die Einleitung und die Vorworte besprochen hatten. Und jetzt mache ich mich halt auf in das erste Kapitel, das getitelt ist Die Kirche. Als sich das 12. Jahrhundert seinem Ende zuneigte, stand die Kirche vor einem Wendepunkt ihrer Entscheidung. Durch die geschickte Benutzung der Wechselfälle eines 150-jährigen Kampfes hatte sie sich zur Herrin der Christenheit aufgeschwungen. Welcher 150-jährige Kampf wird hier genannt von dem Autor? Das ist das Schisma von 1054 oder eben die Trennung zwischen der westlichen römisch-katholischen und der später östlichen orthodoxen Kirche, wie sie in Griechenland und Russland heute noch besteht. Und gegen Ende des 12. Jahrhunderts war das halt 150 Jahre her. Und durch die geschickte Benutzung der Wechselfälle eines 150-jährigen Kampfes hatte sie sich zur Herrin der Christenheit aufgeschwungen, also die römisch-katholische Kirche. Niemals kennt die Geschichte einen ähnlichen Sieg des Verstandes über die Gewalt wie den, welcher in jener Epoche der Unruhe und des Kampfes den wilden Kriegern dieser Zeit von Priestern abgerungen wurde. Von Priestern, die über keine irdische Streitmacht verfügten und deren Gewalt sich lediglich auf die Seelen und Gewissen der Menschen beschränkte. Freilich, diese ihre Herrschaft über Seele und Gewissen war auch eine unumschränkte. Kein Christ konnte Hoffnung auf sein ewiges Heil haben, wenn er sich nicht in allen Stücken als gehorsamer Sohn der Kirche zeigte und wenn er nicht bereit war, die Waffen zu ihrer Verteidigung zu ergreifen.
Zu einer Zeit, wo der Glaube ein bestimmender Faktor für das Handeln der Menschen war, musste derselbe einen geistigen Despotismus erzeugen. Alles wurde dem untertan, der einen solchen Despotismus auszuüben vermochte. Dieses Ereignis hatte nur erreicht werden können durch eine so zentralisierte Verfassung, wie sie sich allmählich innerhalb der Rangstufen der Hierarchie entwickelt hatte. Die ehemalige Unabhängigkeit der Bischöfe war nicht mehr vorhanden. Schritt für Schritt war die Obergewalt des römischen Bischofs behauptet und verstärkt worden, bis sich derselbe zuletzt jener allgemeinen Jurisdiktion erfreute, die ihn befähigte, ganz nach seinem Belieben jeden Prälaten vor die Alternative der Unterwerfung oder aber der Ausstoßung zu stellen. Der päpstliche Befehl, ob gerecht oder ungerecht, vernünftig oder unvernünftig, musste auf alle Fälle angenommen und unbedingt ausgeführt werden. Denn gegen den Statthalter Petri gab es keine Berufung. In einer engeren Sphäre, zwar auf den Papst und in einer engeren Sphäre zwar und dem Papst unterstellt, verfügte trotzdem der Bischof über eine Amtsgewalt, die, in der Theorie wenigstens, ebenso unumschränkt war, während der niedere Diener des Altars das Werkzeug war, wodurch die Befehle des Papstes und des Bischofs bei dem Volke zur Ausführung gebracht wurden. Denn das Schicksal aller Menschen lag in den Händen derer, welche die für die ewige Seligkeit notwendigen Sakramente ausstellen oder vorenthalten konnten. Das muss ich doch mal eben ein wenig kommentieren. Man muss hier in diesem Moment ganz deutlich verstehen, dass wir davon ausgehen, dass im 12. Jahrhundert, über das wir hier sprechen, im ausgehenden 12. Jahrhundert, es im Großen und Ganzen in das, was wir heutzutage Zivilisation nennen, keine andere Kirche gab, außer die römisch-katholische Kirche. Die römisch-katholische Kirche hat aber niemals die Bibel gelehrt. Damals nicht, heute nicht und wird sie auch in der Zukunft nicht tun. Die römisch-katholische Kirche regiert über Angst und Schrecken. Man muss in ihr die Sakramente folgen, diese sieben Sakramente, diese heiligen Taten, was das ja im Grunde ist, um Erlösung zu erlangen. Und, wie wir in einem späteren Jahrhundert noch lernen werden, im 14. Jahrhundert, Anfang 1300 und, kommt ja der Papst Boniface VIII. Mit seiner Bulle Unam Sanctam, in der er deutlich sagt, dass es außerhalb der römischen Kirche keine Erlösung gibt. Und dass es notwendig ist für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur, Untertan der römischen Kirche oder des römischen Pontiffs zu sein. Ja? Und der Punkt, der hier angesprochen wird, ich wiederhole diesen Satz eben nochmal, zumindest diesen Teil, wodurch die Befehle des Papstes und des Bischofs bei dem Volke zur Ausführung gebracht wurden, denn das Schicksal aller Menschen lag in den Händen derer, welche die für die ewige Seligkeit notwendigen Sakramente austeilen oder vorenthalten konnten. Wenn man sich nicht an die Regeln der römisch-katholischen Kirche gehalten hat, dann wurde man exkommuniziert. Man wurde verdammt. Und für einen gläubigen Katholiken heißt das, dass er für die Ewigkeit in der Hölle schmoren muss, dass er keine Erlösung finden kann. Also ist das einmal ein Druckmittel, das sie gebraucht haben. Und das ist die Macht des Papstes und natürlich des Bischofs und natürlich eben auch des normalen Priesters. Und dass eben diese notwendigen Sakramente entweder ausgeteilt wurden, wenn du brav warst, oder eben, wenn du nicht brav warst, vorenthalten wurden, mit allen Folgen danach, die da sind, ewige Verdammnis. So macht man sich die Leute untertan, durch Druck. Ja? Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass man in der damaligen Zeit, erstens konnte der normale Mensch gar nicht lesen, und zweitens gab es nichts zu lesen und schon gar nicht die Bibel, weil die war unterdrückt. Das müssen wir uns immer im Hinterkopf behalten, wenn wir solche Zeilen wie hier in diesem Buch lesen. Nun, der Autor fährt hier fort. Auf diese Weise mit der Verantwortlichkeit für das Schicksal der Menschheit betraut, musste die Kirche alle Machtbefugnisse und Einrichtungen besitzen, welche für die ordnungsgemäße Vollziehung eines so unsagbar wichtigen Amtes nötig waren. Darum hatte sie zur inneren Regulierung der Gewissen die Ohrenbeichte eingeführt, die um jene Zeit fast das ausschließliche Vorrecht der Priesterschaft geworden war.
Nun, diese Ohrenbeichte, über die wir hier sprechen, das ist also, was man als die Konfessionsbox kennt, ne? Wenn man in die Kirche in die Kirchen geht, die römisch-katholischen Kirchen, da kennt ihr ja, da gibt es so eine Ecke, da steht dann so eine kleine Extrakapelle mit zwei Eingängen. Auf der einen Seite geht der Priester rein, auf der anderen Seite geht der, wie man das so schön sagt, im Englischen Penitent rein. Also derjenige, der Buße tun will, um seine Buße abzulegen, um seine Beichte abzulegen, diese Ohrenbeichte, weil eben der eine Sünder dem anderen Sünder sagt, was er gesündigt hat, anstatt dass der Sünder es dem Herrn Jesus Christus selbst sagt, wie es in der Bibel steht. Unserem Vater im Himmel und dem Herrn Jesus Christus können wir unsere Sünden beichten. Aber ein Sünder, dem müssen wir unsere Sünden nicht beichten, und ein anderer Mensch, der ebenso ein Sünder ist wie wir, kann auch unsere Sünden nicht wegnehmen. Aber diese Ohrenbeichte ist ein ganz wichtiger Punkt, weil diese Ohrenbeichte war natürlich der hauptsächliche Brunnen der Information, den die römisch-katholische Kirche hatte. Das, was sie heute machen über Ausspionage der sozialen Netzwerke, Kameras, unsere Computer kontrollieren, jede E-Mail, die wir schreiben, kontrollieren, jedes gesprochene Wort am Computer wir kontrollieren, das war eben damals die Ohrenbeichte. Und deswegen hat die römisch-katholische Kirche auch erfahrungsgemäß ist die römisch-katholische Kirche der beste Nachrichtendienst oder bestens nachrichtendienstlich unterrichtet. Ja? Und diese Ohrenbeichte ist natürlich auf der anderen Seite, und das ist der Punkt, um den es hier auch, denke ich, geht, diese Ohrenbeichte ist natürlich auch ein Zeichen der Machtausübung. Denn wenn ich als Sünder jemand anderem all meine Sünden beichte und er weiß meine Verfehlungen, dann kann er diese auch gegen mich gebrauchen. Ich bin erpressbar. Ja? Er kann mit mir machen, was er will, je nachdem, was mein Stand ist. Aber beim normalen Menschen spielt das vielleicht nicht so eine Rolle. Aber jetzt denkt mal, was das heißt, wenn man Menschen, die Macht haben im sogenannten säkularen Leben, wenn ich die in die Beichtbox bekomme und ich kann mir die Beichte anhören eines hochstehenden Politikers. Da geht es ja auch später noch drum. Ne? Und um das mit der Ohrenbeichte eben abzuschließen, also meinen Kommentar zumindest, da gibt es ein sehr gutes Buch von Charles Chiniquy, das heißt im Englischen The Priest, the Woman and the Confessional. Im Deutschen heißt das dann wohl der Priester, die Frau und der Beichtstuhl oder einfach nur der Beichtstuhl. Müsst ihr mal nachschauen, das Buch gibt es in Deutsch, das kann man sich bestellen. Und das sollte man mal gelesen haben. Das ist sehr interessant. Von Charles Chiniquy, demselben Autor, der 50 Jahre in der Kirche Roms auch geschrieben hat. Gut, wo dieselbe, fährt der Autor fort, also die Ohrenbeichte nicht ausreichte, die Gläubigen auf dem Pfade der Rechtgläubigkeit zu halten, konnte man seine Zuflucht nehmen zu den geistlichen Gerichtshöfen, die sich an jedem Bischofssitze gebildet hatten und die mit einer ganz unbestimmten, bis ins Unbegrenzte ausdehnbaren Rechtsgewalt ausgestattet waren. Neben der Oberaufsicht über die Angelegenheiten des Glaubens, der Disziplin, der Ehe, der Erbschaft und des Wuchers, die diesen Gerichtshöfen durch allgemeine Zustimmung unterstellt waren, gab es verhältnismäßig wenige Fragen zwischen zwei Menschen, die nicht zu einem Gewissensfalle gemacht werden konnten und dadurch die Anrufung der geistlichen Vermittlung ermöglichten, namentlich dann, wenn die Vereinbarungen gewohnheitsmäßig mit einem Eide bekräftigt worden waren oder wenn die Heilung der Seelen eine beständige Nachforschung über die wirklichen oder möglichen Verirrungen eines jeden Gemeindemitglieds erforderte. Es dürfte schwer sein, der auf diese Weise ermöglichten Einmischung in die Angelegenheiten jedes Menschen oder dem daraus sich ableitenden Einflüsse der Kirche irgendwelche Grenzen zu ziehen. So übte der niedrigste Priester eine übernatürliche Gewalt aus, die ihn über das gewöhnliche Niveau der Menschen weit hinaushob. Es kam hinzu, dass seine Person und seine Besitztümer unverletzlich waren. Was er auch immer für Verbrechen begehen mochte, die weltliche, temporale, zivile Gerichtsbarkeit konnte nicht über ihn erkennen und weltliche Beamte konnten ihn nicht verhaften. Er war nur den Gerichtshöfen seines eigenen Standes verantwortlich. Diesen aber war es verboten, Strafen zu verhängen, die Blutvergießen mit sich brachten, und von ihren Entscheidungen konnte an das ferne Rom appelliert werden.
Ein Appell, der nur zu oft die Straflosigkeit des Schuldigen und rechtmäßig Verurteilten zur Folge hatte. Dasselbe Vorrecht beschützte auch das Eigentum der Kirche, das ihr die Frömmigkeit vieler Generationen vermacht hatte und das gerade keinen kleinen Teil der fruchtbarsten Ländereien Europas umfasste. Außerdem brachten die oberherrlichen Rechte, die mit diesen Kirchengütern verknüpft waren, oft eine ausgedehnte weltliche Jurisdiktion mit sich, die ihren geistlichen Besitzern die Gewalt über Leben und Tod verlieh, welche sonst den Feudalherren zustand. Die Kluft zwischen Laien und Geistlichen wurde noch erweitert und vertieft durch das kanonische Gesetz der Ehelosigkeit, dem jeder Altardiener unterworfen war. Erneut um die Mitte des 11. Jahrhunderts und durchgesetzt, Entschuldigung, erneuert um die Mitte des 11. Jahrhunderts und durchgesetzt nach einem hundertjährigen, hartnäckigen Kampfe, trennte dieser Zwangszölibat den Priester vom Volke, erhielt die umfangreichen Erwerbungen der Kirche unversehrt und stellte derselben ein zahlloses Heer zur Verfügung, dessen ehrgeizige Bestrebungen notwendigerweise nur auf kirchliche Interessen sich beschränkten. Der, welcher in den Dienst der Kirche trat, hörte auf, ein Bürger zu sein. Er schuldete keine höhere Lehnstreue als die, welche er mit dem Eintritt in sein Amt auf sich genommen hatte. Ihn zogen keine Familiensorgen ab. Und keine Familienbande hielten ihn fest. Sein Vaterland und seine Heimat war die Kirche. Ihre Interessen waren auch die seinen. Die sittlichen, geistigen und physischen Kräfte, welche in der ganzen Laienwelt geteilt waren zwischen den Forderungen der Vaterlandsliebe, dem selbstsüchtigen Kampfe um die eigene Existenz und der Fürsorge für Weib und Kind, waren in der Kirche einem einzigen gemeinsamen Zwecke geweiht. An ihrem Erfolge konnten alle Diener derselben teilzunehmen hoffen, während sie gleichzeitig gegen die Not des Lebens gesichert und von der Sorge für die Zukunft befreit waren. Außerdem war die kirchliche Laufbahn die einzige, die Männern von jedem Rang und jeder Stellung offen stand. Bei den scharf umgrenzten Klassenunterschieden des Lehnwesens war sonst ein Emporkommen fast unmöglich für den, der nicht in dem Zauberkreise adeligen Blutes geboren worden war. In der Kirche jedoch konnten zwar Rang- und Familienverbindung viel zur Erlangung einer hohen Stellung beitragen, aber andererseits konnten Talent und Energie auch bei niedriger Geburt sich ihren Weg bahnen. Antichristpapst Urban II. Und Hadrian II. Waren von niedrigster Herkunft. Alexander V. War ein Betteljunge gewesen. Gregor VII. War der Sohn eines Zimmermannes. Benedikt XII. Der eines Bäckers. Nikolaus V. Der eines armen Arztes. Sixtus IV. Stammte von einem Bauern. Urban IV. Und Johannes der 22. von Schuhflickern und Benedikt XI. Und Sixtus V. von Schafhirten ab. Nun eine kleine Anmerkung von mir hier eben. Ich habe gerade eben Johannes den 22. vorgelesen und wir kennen ja noch Johannes den 23. aus dem 19. Jahrhundert, aber dieser Johannes der 22. ist einer der schismatischen Päpste. Das könnt ihr euch mal selbst nachschauen. Aus einer Zeit, wo es sogar drei Päpste gab. Das ist wieder andere Geschichte, aber wollte ich nur mal eben dabei erwähnt haben. In der Tat sind die Annalen der kirchlichen Hierarchie voll von Namen von Personen, die sich von den niedrigsten gesellschaftlichen Stufen zu der gebietendsten Stellung aufgeschwungen haben. So ergänzte die Kirche unaufhörlich ihre Reihen mit frischem Blute. Frei von dem Fluche der Erbnachfolge, wodurch Kronen und Krönchen oft in schwache und unfähige Hände fielen, rief sie in ihren Dienst eine unerschöpfliche Fülle von Kraft, für die es keinen anderen Wirkungskreis gab und die sich, einmal angeworben, notwendigerweise und unwiderruflich mit dem Körper identifizieren musste, mit welchem sie einmal verbunden war. Der Charakter indelebilis der Weihe machte die Vollmachten des Priesters unverlierbar und die Eide, die bei der Einführung in das Amt abgelegt worden waren, konnten nicht mehr aufgehoben werden. Der Mönch, einmal zum Kloster zugelassen, konnte seinen Orden nur noch verlassen, um in einem von noch strengerer Observanz einzutreten.
Somit war die Ecclesia Militans, ein Heer, das auf dem Boden der Christenheit sein Lager aufgeschlagen und seine Vorposten überall aufgestellt hatte, das der wirksamsten Zucht unterworfen und von einem gemeinsamen Zwecke beseelt war und in dem ein jeder Soldat mit Unverletzlichkeit ausgestattet und mit den furchtbarsten Waffen, die nicht den Körper, sondern die Seele verwundeten, versehen war. Was konnte nicht alles gemacht oder getan werden von dem Gebieter über eine solche Streitmacht, dessen Befehle wie Orakelsprüche Gottes von Portugal bis Palästina und von Sizilien bis nach Irland gehört wurden? Die Fürsten, sagt Johannes von Salisbury, leiten ihre Macht her von der Kirche und sind Diener der Priesterschaft. Der Geringste unter den Priestern ist mehr wert als ein König, ruft Honorius von Autun aus. König und Volk sind der Geistlichkeit unterworfen. Diese strahlt heller als jene, gleich wie die Sonne heller leuchtet als der Mond. Innozenz der Dritte gebraucht ein mehr geistiges Bild, wenn er erklärt, die priesterliche Macht stehe um ebenso viel höher als die weltliche, wie die Seele des Menschen höher stehe als sein Leib. Die hohe Meinung, die er von seiner eigenen Würde hatte, lässt er erkennen, wenn er sich bezeichnet als den Stellvertreter Christi, als den Gesalbten des Herrn, den Gott Pharaos, der gestellt ist mitten zwischen Gott und die Menschen, kleiner als Gott, aber größer als die Menschen, der alle richtet, selbst aber von niemandem gerichtet wird. Das ist eine offizielle Aussage des Papstes, dass er das Recht hat, jeden Menschen zu richten, aber selbst von Menschen nicht gerichtet werden kann. Die priesterliche Macht stehe um ebenso viel höher als die weltliche, habe ich gerade vorgelesen, wo ich wieder einmal auf diesen Punkt zurückkomme, dass eben in der römisch-katholischen Kirche davon ausgegangen wird, dass die geistliche, die spirituelle Macht über der temporalen zivilen Macht steht. Das lesen wir also hier schon. Und was ist die Begründung des Papstes hier? Weil das ist ja Innozenz der Dritte, der uns das sagt. Er sagt, die priesterliche Macht stehe um ebenso viel höher als die weltliche, weil die Seele des Menschen höher stehe als sein Leib. Nach dem Motto, ja, das Fleisch ist sündig, aber die Seele nicht. Nun, dass der Papst als Souverän gebiete, über alle auf Erden, über die Heiden und Ungläubigen, ebenso gut wie über die Christen, also in diesem Fall gehe ich mal davon aus, dass wir mit den Christen hier die Katholiken meinen, wurde von den mittelalterlichen Gelehrten gesetzmäßig nachgewiesen und allgemein gelehrt. Obgleich diese so prahlerisch behauptete Macht mit den mannigfachsten Übeln behaftet war, war es doch andererseits wieder ein Glück für die Menschheit, dass es in jenem rohen Zeitalter noch eine sittliche Macht gab, die mehr galt als hohe Abkunft und kriegerischer Heldenmut und die den König und Edelmann daran erinnern konnte, dass sie den göttlichen Gesetze gehorchen mussten, selbst wenn es von einem Bauernsohne verkündet wurde. So sehen wir denn, wie Urban II., selbst ein Franzose von niedriger Geburt, seinen Monarchen Philipp I. wegen Ehebruchs exkommuniziert und auf diese Weise in einer Zeit, wo den Mächtigen der Erde alles erlaubt zu sein schien, die sittliche Ordnung aufrechterhält und die Gebote der ewigen Gerechtigkeit zur Geltung bringt. Das ist natürlich aus der Sicht der römisch-katholischen Kirche so. Aber sonst bin ich mit diesem Satz nicht besonders viel einverstanden, weil es ist der eine Sünder, der den anderen Sünder hier vorführt, ne? Es ist der eine Sünder, der hier den anderen Sünder verurteilt, ne? Hier werden keine göttlichen Gesetze gehandhabt, sondern hier werden römisch-kanonische Gesetze gehandhabt. Und das sind Gesetze des Menschen und nicht Gesetze Gottes, ja? Muss man sich immer wieder in Gedanken aufrufen, wenn man solche Dinge hier liest. Ja, wir sprechen jetzt hier über die Ursache der Feindschaft zwischen den Geistlichen und den Laien. Ja, wo kommt denn diese Feindschaft her? Doch weil die Geistlichen eben meinen, dass sie über den Laien stehen, weil das Spirituelle meint, über der temporalen Macht zu stehen. Und das sorgt natürlich für Reibung und Widerstand und Feindschaft in diesem Fall. Nun,
Allerdings hatte andererseits die Kirche zur Erwerbung und Behauptung dieser Oberherrschaft große Opfer bringen müssen. In dem Kampfe, der die geistliche Gewalt zur Beherrscherin der weltlichen machte, hatten die christlichen Tugenden der Demut, der Nächstenliebe und der Selbstverleugnung ihre Kraft eingebüßt. Nicht mehr durch die Armut und Lieblichkeit des Christentums wurden die Völker angezogen. Die Unterwerfung derselben wurde vielmehr erkauft durch das Versprechen der Seligkeit, die man durch Glauben und Gehorsam erlangte. Oder sie wurde erzwungen durch die Androhung der Verdammnis oder durch die noch schärferen Schreckmittel irdischer Verfolgung. Indem die Kirche, die römisch-katholische Kirche, sich durch ihre Absonderung von der Laienschaft einerseits die Dienste einer ihr vollständig ergebenen Miliz sicherte, brachte sie sich andererseits in einen feindlichen Gegensatz zum Volke. Tatsächlich bildete nicht mehr die Gesamtheit der Christenheit die Kirche. Diese Gesamtheit war vielmehr in zwei wesentlich verschiedene Klassen geteilt, nämlich die Hirten und die Schafe. Und diese letzteren waren oft, und nicht mit Unrecht, geneigt zu glauben, dass sie nur aufgezogen würden, um geschoren zu werden. Nun, ist das nicht genau dasselbe, was wir heute erfahren? Haben wir nicht auch oftmals den Eindruck, dass wir nur zur Schule gehen und unsere Arbeit machen können, dass der Staat uns schröpfen kann? Der Staat, der im Dienste der Kirche ist, möchte ich euch da eben dran erinnern, das war vor über 1000 Jahren, wie wir hier lesen, oder knapp 1000 Jahren, auch nicht anders. Es ändert sich nichts. Die römisch-katholische Kirche ist immer dieselbe. Und auch damals hatten die Leute den Eindruck, dass sie nur aufgezogen würden, um geschoren zu werden. Und das ist doch heute nicht viel anders. Wir klagen über die großen Lasten und Abgaben, über die Steuern und Beiträge und dies und das, was wir alles bezahlen müssen und die ganze Ungerechtigkeit, und wir fragen uns nie, wo es herkommt. Wenn man da mal hier so ein Buch liest, wo es deutlich drinsteht, dass das Kirchengeschichte ist, ja, das ist Kirchengeschichte, dann werden doch im Grunde viele Dinge deutlich. Zumindest, wenn man sie sich deutlich machen möchte. Zumindest, wenn man das endlich mal versteht. Und wir reden hier auch von Hirten und Schafen. Nun, die Schafe der Kirche, der wahren Kirche, haben nur einen Hirten, nicht mehrere Hirten. Und der eine Hirte ist Jesus Christus. Und nicht viele verschiedene Dekane, Priester, Bischöfe, Kardinäle und ein Papst obendrauf. Sondern es gibt nur einen Herrn, den wir dienen, Jesus Christus, und nicht vielen Herren, wie in der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Das ist ein absoluter Widerspruch zur Bibel. Aber den Satz finde ich wirklich sehr schön geschrieben hier von Henry Charles Lear. Dass diese Letzteren, die Schafe, waren oft und nicht mit Unrecht geneigt zu glauben, dass sie nur aufgezogen würden, um geschoren zu werden. Die weltlichen Vorteile, die in der geistlichen Laufbahn dem Ehrgeiz geboten wurden, zogen zwar viele fähige Männer in die Reihen der Kirche, aber es waren Männer, deren Ziele weit mehr weltliche als geistliche waren. Nun, die Freiheiten und Vorrechte der Kirche sowie die Erweiterung ihrer weltlichen Macht ließ man sich mehr am Herzen liegen als das Heil der Seele. Und die höchsten Stellen der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche waren zum größten Teil besetzt von Männern, an denen der irdische Sinn stärker hervorleuchtete als die schlichten Tugenden des Christen. Und auch hier muss ich nochmal eben einen kleinen Kommentar einwerfen. Das, was ich gerade eben vorgelesen habe, dass in der Hierarchie die Plätze besetzt waren von Männern, denen der irdische Sinn stärker hervorleuchtete als die schlichten Tugenden des Christen, das sehen wir doch heute auch. Nicht nur in der Kirche, sondern jetzt nehmen wir doch mal eben das Bild der sogenannten Politiker. Warum wollen denn heutzutage Leute Politiker sein? Und wenn sie Politiker sind, machen sie dann die Dinge nicht für ihren eigenen irdischen Besitz, um ihre irdischen Besitztümer zu vergrößern und nicht um irgendwelche Meinungen von irgendwelchen unwichtigen Leuten zu vertreten, wie es immer so schön heißt, und schon gar nicht um irgendwelche christlichen Tugenden zu vertreten? Nein, nein. In der Hierarchie waren zum größten Teil Männer an den richtigen Posten, denen der irdische Sinn stärker hervorleuchtete als die schlichten Tugenden der Christen. Das ist heute in der Kirche nicht viel anders, weil
sie ändert sich nicht. Semper eadem. Die römische Kirche ändert sich nie. Und in der Politik ist das ganz genauso. Sie haben immer nur ihren eigenen Vorteil im Auge und nicht den Vorteil der Menschen, denen sie so gesagt dienen. Ja? Es geht immer nur um Macht und um Geld, um Besitztümer, um Reichtum, um Ruhm und solche Dinge. Und das erkennt man hier schon in der römisch-katholischen Kirche. Die Leute gingen damals in die Kirche und wollten da Posten haben, wegen der Macht, die dieser Posten ausstrahlte, nicht wegen der christlichen Tugenden dieses sogenannten Postens, nicht weil sie der Gesellschaft damit gut tun könnten, sondern wegen der Macht, die sie darüber über andere ausüben konnten. Damals wie heute. Der Autor fährt fort: Alles das war unvermeidlich bei dem Zustande, in dem sich die menschliche Gesellschaft in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters befand. Während Engel vom Himmel hätten kommen müssen, um die furchtbaren Machtvollkommenheiten, die die Kirche beansprucht und erlangt hatte, in geziemender Weise auszuüben, waren die Wege, auf denen man Bevorzugung und Beförderung im geistlichen Amte erlangen konnte, so beschaffen, dass sie eher von den Gewissenlosen als von den Würdigen betreten wurden. Um die Ursachen völlig zu begreifen, die so viele Tausende zum Schisma und zur Ketzerei trieben, und die auf diese Weise Kriege und Verfolgungen und die Einführung der Inquisition zur Folge hatten, ist es nötig, einen flüchtigen Blick einerseits auf die Männer zu werfen, welche damals die Kirche vor dem Volke vertraten, und andererseits auf den Gebrauch, den sie von der von ihnen eingeräumten unumschränkten geistlichen Gewaltherrschaft zum Guten oder zum Schlechten machten. Denn diese absolute Gewalt konnte zwar in weisen und frommen Händen den sittlichen und materiellen Zustand der europäischen Zivilisation in ganz unberechenbarem Maße heben, aber in den Händen der Selbstsüchtigen und Schlechten musste sie das Werkzeug einer alles durchdringenden, bis ins Einzelne gehenden Bedrückung werden, die ganze Nationen zur Verzweiflung trieb. Was zunächst die Art und Weise der Bischofswahl angeht, ja, wir beschäftigen uns jetzt im nächsten Teil mit der Wahl der Bischöfe, was zunächst die Art und Weise der Bischofswahl angeht, so kann von einer festen und unveränderlichen Regel für dieselbe in dieser Zeit nicht die Rede sein. In der Theorie hielt man zwar noch fest an der ehemaligen Form der Wahl durch den Klerus mit Zustimmung der Einwohner der Diözese, also der normale Mensch konnte mitbestimmen, wer in ein Amt in der Kirche gewählt wurde. Aber in der Praxis bestand der Wahlkörper nur aus den Domherren, während das vom Könige oder oder dem halbunabhängigen Lehnsherrn oder dem Papst beanspruchte Bestätigungsrecht die Wahl häufig nur zu einer leeren Form machte, wobei je nach den zeitlichen und örtlichen Verhältnissen entweder die königliche, also die temporale oder die päpstliche spirituelle Macht ausschlaggebend war. Die beständig zunehmenden Berufungen, welche enttäuschte Bewerber unter allen erdenklichen Vorwänden bei Rom als der letzten richterlichen Instanz einlegten, gaben dem päpstlichen Stuhle einen schnell wachsenden Einfluss, der in vielen Fällen geradezu dem Ernennungsrechte gleichkam. Ja, auf dem Zweiten Laterankonzil von 1139 wandte Antichristpapst Innozenz II. Das Lehnsystem auch auf die Kirche an, indem er erklärte: Alle geistlichen Würden müssten als päpstliche Lehen empfangen und dafür angesehen werden. Indessen, welche Regeln man auch immer aufstellen mochte, sie konnten doch nicht bewirken, dass die Gewählten besser waren als ihre Wähler. Der Strom kann nun einmal nicht über seine Quelle hinauffließen. Und eine verderbte, wählende oder ernennende Gewalt kann durch kein noch so sinnreich ausgedachtes Verfahren an der Wahl ihr gleichgesinnter Personen gehindert werden. Den Satz möchte ich gerne nochmal lesen. Den müssen wir uns gut, ja, einprägen. Der Strom kann nun einmal nicht über seine Quelle hinauffließen. Und eine verderbte, wählende
oder ernennende Gewalt kann durch kein noch so sinnreich ausgedachtes Verfahren an der Wahl ihr gleichgesinnter Personen gehindert werden. Wenn die Kardinäle ins Konklave gingen, so mussten sie den Eid ablegen. Zitat: Ich rufe Gott zum Zeugen an, dass ich den wähle, der dem Willen Gottes gemäß gewählt werden muss. Ende Zitat. Aber dieser Eid war notorisch nicht imstande, die Wahl von Priestern zu sichern, die zu Stellvertretern Gottes geeignet waren. So kam es dann, dass vom untersten Pfarrpriester bis zum höchsten Prälaten alle Grade der Hierarchie vielfach mit weltlichen, ehrgeizigen, selbstsüchtigen und zügellosen Männern besetzt waren. Ferner waren die für die in Wahl in Betracht kommenden Kandidaten oft derart, dass sogar die strengsten Freunde der Kirche zufrieden sein mussten, wenn die am wenigsten Unwürdigen den Sieg davontrugen. Als der heilige Petrus Damiani den Papst Gregor VI. Um die Bestätigung eines zum Bischof von Fossombron gewählten hatte, bat, erklärte er, dass derselbe zwar ungeeignet sei und dass er vor der Übernahme des bischöflichen Amtes sich noch einer Buße unterziehen müsse, aber es sei nichts zu machen, da in seiner ganzen Diözese nicht ein einziger des Amtes würdiger Geistlicher vorhanden wäre. Also man wählt das kleinste Übel. Ja? Alle seien ehrgeizig und viel zu eifrig auf ihre Beförderung bedacht, als dass es ihnen auch nur in den Sinn käme, sich derselben würdig zu machen. Alle seien verzehrt von dem Wunsche nach Macht, aber keinem fiele es ein, auch an die damit verbundenen Pflichten zu denken. Unter diesen Umständen war die Simonie mit all den Übelständen, die sie im Gefolge hatten, fast allgemein, und diese Übelstände traten sowohl bei den Wählern wie bei den Gewählten zutage. Nun, über diesen kleinen Satz muss ich doch wohl eine kleine Erklärung, denke ich, abgeben, weil ich denke, es gibt einige Leute unter denen, die dieses Video schauen oder auch das Buch lesen, die gar nicht wissen, was Simonie ist. Und bevor wir das jetzt im Wörterbuch nachgucken, da habe ich jetzt keine Lust zu, erkläre ich es euch mit meinen eigenen Worten. Simonie kommt vor oder findet seinen Ursprung eigentlich in der Bibel. Im Buch der Apostelgeschichte, ich meine, es ist um das Kapitel 10, lesen wir von dem Simon Peter im Englischen. Ja? Der die Wirkung des Heiligen Geistes von Petrus erkaufen will. Es gibt da im Englischen ein Buch von, jetzt komme ich gerade nicht auf den Autor, aber das heißt Simon Peter versus Simon Magus. Ja, Simon Magus, Magus der Magier, Simon der Magier. Dieser Simon der Magier war ein Sadduzäer, meine ich, und er wollte die Macht des Heiligen Geistes kaufen. Er wollte, wie die Apostel, durch Handauflegen heilen. Aber er wollte damit natürlich Geld verdienen. Also wollte er diese Macht des Heiligen Geistes erkaufen. Und Petrus hat zu ihm gesagt, hinweg mit dir und dass dein Geld mit dir in der Hölle rotte. Was in der Richtung. Müssten wir mal genau schauen. In der Apostelgeschichte im 8. oder 9. Kapitel. Ich kann das ja mal eben hier zur Hilfe nehmen. Moment. Okay, das ist also in der Apostelgeschichte Kapitel 8. Und ich lese aus der Luther 1545 Apostelgeschichte Kapitel 8 ab Vers 5. Und dann werden wir verstehen, was Simonie ist. Philippus aber kam hinab in eine Stadt in Samarien und predigte ihnen von Christo. Das Volk aber hörete einmütiglich und fleißig zu, was Philippus sagte, und sahen die Zeichen, die er tat. Denn die unsauberen Geister fuhren aus vielen Besessenen mit großem Geschrei, auch viel Gichtbrüchige und Lahme wurden gesund gemacht. Und es ward eine große Freude in derselbigen Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in derselbigen Stadt Zauberei trieb und bezauberte das samaritische Volk und gab vor, er wäre etwas Großes. Und sie sahen alle auf ihn, beide, klein und groß, und sprachen,
Der ist die Kraft Gottes, die da groß ist. Sie sahen aber darum auf ihn, dass er sie lange Zeit mit seiner Zauberei bezaubert hatte. Da sie aber den Predigten des Philippus glaubten von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi, ließen sich taufen beide, Männer und Weiber. Da ward auch der Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er sah die Zeichen und Taten, die da geschahen, verwunderte er sich. Da aber die Apostel hörten zu Jerusalem, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes, welche, da sie hinabkamen, beteten sie über sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen gefallen, sondern waren allein getauft auf den Namen Christi Jesu. Da legten sie die Hände auf sie, und sie empfingen den Heiligen Geist. Da aber Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben ward, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach: Gebt mir auch die Macht, dass, so ich jemand die Hände auflege, derselbige den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm: Dass du verdammt werdest mit deinem Gelde, und dass du meinest, Gottes Gabe werde durch Geld erlanget. Du wirst weder Teil noch Anteil haben an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße für diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir vergeben werden möchte die Tücke deines Herzens. Denn ich sehe, dass du bist voll bitterer Galle und verknüpft mit Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach: Bittet ihr den Herrn für mich, dass der keines über mich komme, davon ihr gesagt habt. Sie aber, da sie bezeuget und geredet hatten das Wort des Herrn, wandten sich wieder um gen Jerusalem und predigten das Evangelium vielen samaritischen Flecken. Und das war das Ende bis zum Vers 25, also Apostelgeschichte Kapitel 8, Verse 5 bis 25, was ich gerade vorgelesen habe. Hier sehen wir die Entstehung der römisch-katholischen Kirche. Hier sehen wir in der Bibel die Entstehung von dem, was der Autor hier Simonie nennt. Schaut das Wort nach. Im Englischen heißt es Simony. Es kommt eben von diesem Simon, Simon, der die Werke des Heiligen Geistes erkaufen wollte. Mit Geld. Was ist denn die römisch-katholische Kirche? Da kann man sich seine Ämter kaufen, da kann man sich seine Erlösung kaufen. Denken wir doch mal an den Ablasshandel zu Zeiten Luthers. Das hat ja überhaupt erst dazu geführt, dass Luther die 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg geschlagen hat. Ne? Der Ablasshandel, dass man sich eben seine Seligkeit erkaufen kann, dass man Kirchenämter kaufen kann, dass man sogar das Papstamt kaufen kann. Dieser Simon war es, der nach Rom ging und der die römisch-katholische Kirche gegründet hat. Dieser Simon Petrus ist derjenige, auf den der Papst sich beruft, wenn er meint, dass er sitzt in dem Stuhle von Petrus. Nicht den Petrus, den wir als Apostel von Jesus Christus kennen, sondern der Simon aus Apostelgeschichte 8, was ich gerade vorgelesen habe. Wenn man das versteht, dann wird vieles in der römisch-katholischen Kirche deutlich. Also ich lese diesen Absatz hier nochmal. Wir sind jetzt auf Seite 8 in dem Kapitel Simonie und Nepotismus. Unter diesen Umständen war die Simonie, was wir ja gerade erklärt hatten, was es ist und wo es herkommt, mit all den Übelständen, die sie im Gefolge hatte, fast allgemein. Und diese Übelstände traten sowohl bei den Wählern wie bei den Gewählten zutage. In dem vergeblichen Kampfe, den Antichrist Papst Gregor VII. Und seine Nachfolger gegen dieses alles durchdringende Laster führten, kann man aus der Zahl der angeschuldigten Bischöfe nicht nur ersehen, welchen Mitteln sie ihre Erfolge verdankten, sondern auch, was für Männer es waren, die damals die Apostel vertraten. Wie Antichrist Innozenz III. Erklärte, war die Simonie eine Krankheit der Kirche, welche weder durch die beschwichtigenden Mittel noch durch die Feuer geheilt werden konnte.
Und Peter Cantor, der im Geruche der Heiligkeit starb, erzählte als rühmenswertes Beispiel die Geschichte eines Kardinals Martin, der, als er bei den Weihnachtsfeierlichkeiten am römischen Hofe tätig war, ein von dem päpstlichen Kanzler ihm übersandtes Geschenk aus dem Grunde zurückwies, weil es notorisch von Raub und Simonie herrührte. Als höchster Beweis für die Tugend des Kardinals Peter von St. Chrysogono, des ehemaligen Bischofs von Meaux, wird berichtet, dass er bei einer Wahl das erstaunlich hohe Geschenk von 500 Mark Silber zurückgewiesen habe. Die weltlichen Fürsten waren nicht weniger bemüht, aus den ihnen zustehenden Bestätigungsrechten Nutzen zu ziehen. Nur wenige unter ihnen ahmten das Beispiel Philipp Augustus nach, der, als die Abtei von Saint-Denis erledigt wurde und der Propst die Schatzmeister und Kellermeister der Abtei ihn heimlich aufsuchten und ihm 500 Livres für die Nachfolge gaben, ruhig zur Abtei ging, einen einfachen in einer Ecke stehenden Mönch herausgriff, ihm die Würde übertrug und ihm die 1500 Livres der drei Kandidaten aushändigte. Das Konzil von Rouen, also in Frankreich Rouen, im Jahre 1050, klagt zwar bitter über die verderbliche Gewohnheit ehrgeiziger Männer, auf jede nur mögliche Weise Reichtümer aufzuhäufen und dadurch die Gunst des Fürsten und seiner Höflinge zur Erlangung von Bistümern zu gewinnen, aber ein Heilmittel hierfür konnte es nicht vorschlagen. Das Konzil hatte hierbei zwar unmittelbar nur die normannischen Herzöge im Auge, aber auch der zur selben Zeit lebende König Heinrich I. von Frankreich war ein notorischer Verkäufer von Bistümern. Er hatte seine Regierung mit einem Erlasse begonnen, in welchem er den Kauf und Verkauf von Ämtern bei Strafe der Verwirkung sowohl des Kaufgeldes als auch der Pfründe verbot und hatte sich gerühmt, dass er, da Gott ihm die Krone umsonst gegeben hatte, auch für sein Bestätigungsrecht nichts haben wollte. Zugleich machte er seinen Prälaten bittere Vorwürfe wegen der Zunahme dieses Lasters, welches das Herz der Kirche verzehre. Doch mit der Zeit folgte auch er dem einmal herrschenden Brauche, wie schon ein einziges Beispiel deutlich zeigt. Ein gewisser Helinant, ein Mönch von niedriger Herkunft und mangelhafter Bildung, war am Hofe Eduards des Bekenners in Gunst gekommen und hatte hier reiche Gelegenheit zum Sammeln irdischer Schätze gefunden. Mit einem Auftrag an Heinrich gesandt, benutzte er die Gelegenheit, ein Geschäft zu machen und sich die Anwartschaft auf das erste frei werdende Bistum durch Geld zu sichern. Zufällig war dies das Bistum Laon, zu dessen Verwalter er auch wirklich ernannt wurde. Von Heinrichs Nachfolger Philipp I., der als der käuflichste Mann seiner Zeit bekannt war, erwarb sich sodann Helinant mit dem Gelde, das seine Einkünfte in Laon ihn eingebracht hatten, den erzbischöflichen Stuhl von Reims. Solche Stellenjobber pflegten sogar zwecks gegenseitiger Unterstützung miteinander in Geschäftsverbindung zu treten und sich wegen etwa zu erwartender Vakanzen an Astrologen zu wenden. Was sagt denn die Bibel über das Konsultieren von Astrologen? Gehen wir mal eben ins Alte Testament und schauen nach. Ja? So wurde das Verfahren, ein geistliches Amt zu erlangen, in ein vollständiges System gebracht, was seitens der besseren Geistlichen entrüstete Gegenvorstellungen hervorrief. Beispiele solcher Missbräuche könnten ins Ungemessene vermehrt werden. Ihren verderblichen Einfluss auf den Charakter der Kirche kann man nicht leicht überschätzen. Aber nicht bloß mit Geld wurden Ämter erworben. Eine nicht weniger verderbliche Wirkung als die Simonie hatte der Nepotismus. Peter Cantor versichert, dass wenn alle, die aus Verwandtschaftsrücksichten ein Amt hätten, zur Abdankung gezwungen würden, eine furchtbare Krise für die Kirche die Folge sein würde. Aber auch noch schlimmere Motive waren oftmals maßgebend. Philipp I. war wegen seines Ehebruchs mit Bertrade von Anjou dem Namen nach das Recht der Bestätigung oder vielmehr der Ernennung der Bischöfe entzogen worden. Doch gab es keinen, der ihn an der Ausübung dieses Rechts hätte hindern können.
Nun hatte um das Jahr 1100 der Erzbischof von Tours den König dadurch sich verpflichtet, dass er den auf demselben lastenden Bannfluch unberücksichtigt ließ. Als Belohnung hierfür verlangte der Bischof, dass das vakante Bistum Orléans einem Jüngling übertragen werden sollte, den der Erzbischof nicht in der Art, wie es dem weisen Mann ziemt, sondern nur zu innig liebte und der so bekannt war wegen der Bereitwilligkeit, seine Gunst zu gewähren. Auch der vorhergehende Erzbischof von Tours war einer seiner Liebhaber gewesen, dass er unter Anspielungen auf eine bekannte Kurtisane jener Zeit im Munde des Volkes unter dem Namen Flora bekannt war und dass zottige Liebeslieder über ihn auf offener Straße gesungen wurden. Diejenigen Geistlichen in Orléans, die mit Beschwerden drohten, wurden durch falsche Anklagen beseitigt und verbannt. Die anderen fügten sich und machten sogar mit Rücksicht darauf, dass die Wahl am Feste der unschuldigen Kinder stattfand, einen Witz drauf, indem sie sangen, jetzt folgt hier ein Zitat eines Liedes in Latein, das ich natürlich nicht übersetzen kann, das ist hier leider auch nicht übersetzt in dem Buch. Es geht: Elegimus puerum puerorum festa colentes, non nostrum morem sed reges jussa sequentes. Vergeblich versuchten sittlich höher stehende Männer, vergeblich versuchten sittlich höher stehende Männer, die gelegentlich in den Reihen der Hierarchie erschienen, wie Fulbert von Chartres, Hildebert von Le Mans, Ivo von Chartres, Lanfranc, Anselm, Saint Bruno, St. Bernard, St. Norbert und andere, Achtung für Religion und Sittlichkeit von Neuem wiederzuwecken. Der ihnen entgegenfließende Strom war zu stark. Sie konnten nichts anderes tun als protestieren und ein gutes Beispiel geben, dem leider nur wenige folgten. In jenen gewalttätigen Zeiten hatten die Sanften und Bescheidenen wenig Aussicht. Die Preise blühten vielmehr denen, die intriguierten und schachern konnten oder deren kriegerische Neigungen erhoffen ließen, dass sie den Rechten ihrer Kirchen und Vasallen Achtung verschaffen würden. Gerade dieser militärische Charakter der mittelalterlichen Prälaten ist ein so interessanter Gegenstand, dass es sich verlohnen dürfte, ihn noch genauer zu behandeln, als es uns hier erlaubt ist. Die reichen Abteien und mächtigen Bistümer wurden allgemein als geeignetes Mittel zur Versorgung der jüngeren Söhne adliger Häuser oder zur Vermehrung des Einflusses leitender Familien betrachtet. Auf dem von uns gekennzeichneten Wege kamen sie in die Hände von Personen, die mehr eine militärische als eine religiöse Erziehung erhalten hatten. Die Mitra und das Kreuz erschienen darum ebenso unbedenklich vor der Schlachtreihe wie das Wappen des Ritters. Wenn der Bannfluch nicht ausreichte, um ruhelose Vasallen oder übergreifende Nachbarn zur Vernunft zu bringen, dann war man mit den irdischen Waffen schnell bei der Hand, und der gebrandschatzte Bauer vermochte gewöhnlich keinen Unterschied zu machen zwischen den Plünderungen durch den Raubritter und solchen durch den Stellvertreter Christi. Auch das ein verdammt wichtiger Satz, den ich doch gerne nochmal vorlesen möchte. Wir reden hier über den militärischen Charakter der Prälaten, also der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Wenn der Bannfluch nicht ausreichte, um ruhelose Vasallen oder übergreifende Nachbarn zur Vernunft zu bringen, dann war man mit den irdischen Waffen schnell bei der Hand und der gebrandschatzte Bauer vermochte gewöhnlich keinen Unterschied zu machen zwischen den Plünderungen durch den Raubritter und solchen durch den Stellvertreter Christi. Eines der ersten Abenteuer Rudolfs von Habsburg, dem er sein Ansehen und die spätere Erhebung auf den Königsthron verdankt, war der Krieg, den der Bischof Walter von Straßburg gegen seine Bürger führte. Als sich dieser in einen Streit zwischen seinem Kollegen von Metz und einem lästerlichen Nachbarn willkürlich einmischte, hatten sie ihm ihre Hilfe verweigert. Da sie sich auch um einen Bannfluch nicht kümmerten, so griff sie der Bischof heftig an, worauf die Bürger sich unter dem Oberbefehl Rudolfs von Habsburg stellten und in einem Kriege, der ganz Elsass verwüstete, ihren Oberhirten vollständig besiegten.
Die Chroniken jener Zeit sind voll von solchen Einzelheiten. Weltlich gesinnt und ungestüm wie er war, unterschied sich der Prälat nur wenig von dem Ritter, der durchaus kein Bedenken trug, an den Kirchengütern dasselbe Vergeltungsrecht auszuüben wie an den weltlichen Besitzungen. In dem Streite, der die reiche Abtei Saint-Trond, das ist hier in Belgien St. Truiden, an den Bettelstab brachte, verheerte der fromme Gottfried von Bouillon kurz vor dem Kreuzzuge, der ihm die Krone Jerusalems verschaffte, die Besitzungen der Abtei mit Feuer und Schwert. Das Volk, das unter der vernichtenden Wucht dieser Streitigkeiten seufzte, konnte beide, Ritter und Priester, nur als Feinde betrachten. Und was den geistlichen Kriegern an Geschicklichkeit etwa noch fehlen mochte, das wurde reichlich aufgewogen durch ihr Bestreben, wie die Leiber, so auch die Seelen ihrer Feinde zu verderben. Das war hauptsächlich in Deutschland der Fall, wo die Prälaten sowohl Fürsten als auch Priester waren und wo ein großes religiöses Haus wie die Abtei von St. Gallen die weltliche Herrschaft über die Kantone von St. Gallen und Appenzell ausübte, bis dieselben nach einem langen und verheerenden Kriege das Joch abwarfen. Der Geschichtsschreiber der Abtei rühmt stolz die kriegerischen Tugenden mehrerer aufeinanderfolgenden Äbte, und von Ulrich III., der im Jahre 1117 starb, bemerkt er, dass derselbe von vielen Schlachten erschöpft schließlich im Frieden dahinschied. All das war in gewisser Weise eine notwendige Folge der Ungereimtheit, die Würde des feudalen Adligen und des christlichen Prälaten in einer Person zu vereinigen. Die Würde des feudalen Adligen, also der temporalen zivilen Macht, und des christlichen Prälaten, also einem Angehörigen der römisch-katholischen Hierarchie, in einer Person zu vereinigen. Das ist das Zusammenspiel von Staat und Kirche. Das trat überall zutage, aber besonders scharf in Deutschland. Im Jahre 1224 zogen sich die Bischöfe von Coutances, Avranches und Lisieux aus dem Heere Ludwigs des VIII. Bei Tours zurück, nachdem sie den König gebeten, durch eine gerichtliche Untersuchung entscheiden zu lassen, ob die normännischen Bischöfe in dem königlichen Heere zu dienen verpflichtet wären oder nicht. Wenn es der Fall sein sollte, so würden sie zurückkehren und für ihre Fahnenflucht eine Geldbuße zahlen. Im Jahre 1225 erlangte der Bischof von Auxerre Befreiung vom Kriegsdienst für ein Jahr, in dem er Krankheit vorschützte und 600 Livres bezahlte. Im Jahr 1272 sehen wir Bischöfe persönlich unter Philipp dem Kühnen dienen, und im Jahre 1303 und 1304 trug Philipp der Schöne kein Bedenken, alle Bischöfe und Geistlichen aufzufordern, in dem flandrischen Kriege sich unter seine Fahnen zu scharren. Also, wir haben hier nicht besonders viel Erfahrung mit Kirche und Staat zu trennen, nicht wahr? Das ist ein Schmelztiegel hier im 13. Jahrhundert, wo wir gerade drüber gelesen haben. Nun, angesehen, dass wir schon bei 56 Minuten sind und hier ein neuer Absatz folgt und wir danach über den militärischen Charakter des Prälates weitersprechen, möchte ich diese Lesung hier für heute beenden und danke für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und fürs Zuschauen und für eure Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab, wünscht euch einen schönen weiteren Tag und möge Gott euch behüten, schützen und segnen. Und ich hoffe, dass der eine oder andere sich inzwischen das Buch angeschafft hat und mit mir zusammen liest und dass wir alle aus dieser Geschichte der Inquisition von Henry Charles Lear lernen werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.